So, dann machen wir jetzt mal fleißig weiter mit dem Gruftenplündern, denn wir suchen ja immer noch die Liebste von dem... Ups. Die Liebste von dem Elfenbeinheld oder wie auch immer der hieß. Ein Gegengift, schön, schön. Eine schwarze Hälfte der Leere. Ja, kein Wunder, dass die Geister hier alle so genervt sind, wenn durchgehend Helden durch die Gegend laufen und ihre Kisten plündern. Aber was muss, das muss. Wir brauchen Ausrüstung. So, hier unten waren wir überall. Was ist damit? Ist da irgendwo... Da sind noch Truhen mit Gegenständen drin. Achso, das sind die drei Truhen von dem Geist. Stimmt, stimmt. Was ist das da unten? War das so ein sprechendes Gesicht? Na gut, das behalten wir für später mal im Auge. Und jetzt gehen wir mal hier lang und dann rechts rum. Und wir sollten das Schild wieder in die Hand nehmen. Weil hier fliegen doch recht viele... Genau, hier fliegen doch recht viele Pfeile in der Luft rum. Wäre auch komisch, wenn sie im Boden rumfliegen würden. So, du stirbst jetzt auch. Zack, zack, zack. Na komm. Oh, hier ist dann wohl der richtige Friedhof. Also wo der nicht adelige Anteil der Gesellschaft verbuddelt wird. Da. Heilung. Da waren wir auch wieder so ein Giftding, auch wenn das Giftding uns jetzt nicht so wirklich stört. Was ich ganz gerne hätte, wären Quickslots für Waffenschemata, wie man auch mal nennen will. Also jetzt einmal ein Set mit Schwert und Schild, einmal ein Set mit Schwert und Stock. Einmal ein Fernwaffenset, sowas halt, wie es auch in Baldur's Gate gibt, dass man schneller wechseln kann. Das wäre noch ganz praktisch. Kann man die lesen? Nee, schade. Das gibt es ja auch bei vielen Rollenspielen, dass wenn irgendwo ein Friedhof ist, dass auf den Grabstein denn irgendwas draufsteht von den Machern des Spiels. Also irgendwelche Scherze oder Insider-Witze von denen oder Anspielungen auf irgendwelche anderen Spiele oder so. Aber hier anscheinend nicht. Also das ganze Ding war eigentlich nur dazu da, uns gegen ein paar Monster zu schicken. Na gut. Dann gehen wir mal nach rechts durch. Und in den nächsten Pfeil rein. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass die Liebste von dem Helden auf der genau gegenüberliegenden Seite von ihm ist. Also möglichst weit für entfernt, damit die Quest auch ja durch den ganzen Dungeon geht. Gucken wir mal. Er ist unten rechts. Dann laufen wir jetzt doch einfach mal testweise nach oben links. Nur um zu gucken, ob ich recht habe. Weil so sind irgendwie die meisten Spiele aufgebaut. Vor allem, wenn man Zeit schinden will. Also, dass das Spiel ja nicht gleich nach 10, 20 Stunden vorbei ist, sondern lieber nach 20, 30. Einfach den Spieler schön viel laufen lassen. Und möglichst Gebiete mehrmals abdecken. So. Also hier kommen wir gar nicht rein. Spiritus Domini. Der Geist des Edelmutes wird nie vergehen. Okay. Das hilft uns jetzt irgendwie gerade nicht so weiter. Und da war ein Dreher drin. Also hier sind wohl Räume, zumindest Abschnitte, die aussehen wie Räume, aber die haben keinen Zugang. Das ist schon irgendwie komisch. Aber die Ecke muss hier echt wichtig sein, wenn auf der linken Seite ein Heilaltar ist und hier auf der rechten so ein Mana-Altar. Gucken wir gleich mal. Erstmal wieder hochheilen.
Weil irgendwie geht das mit dem Schaden jetzt doch wesentlich schneller als im Tempel. Im Tempel mussten wir nur jede Folge ein-, zweimal heilen und das war's dann schon. Das schaut doch gut aus. Da kommen wir wohl nicht rein, aber dann hier. Und da brauchen wir einen Elfenbeinschlüssel, den wir anscheinend nicht haben. Na gut. Aber ich scheine recht gehabt zu haben. Selbst wenn die Prinzessin hier nicht ist, wenn es denn eine Prinzessin ist, ist hier doch irgendwas Wichtiges, weil da sind drei Dinger. Wahrscheinlich Truhen. Ja gut, also müssen wir jetzt wahllos Gegner töten, so lange bis wir einen Schlüssel bekommen. Das dürfte ja nicht so das Problem werden. Siehst du, der da meldet sich schon freiwillig. Aber er hat keinen Schlüssel. Dann hätte er sich auch nicht melden müssen. Oh, neuer Grabstein. Und da geht's raus. Gucken wir mal kurz. Zwei Waffenstufen. Schick, schick. Packen wir mal alles in Hiebwaffen. Und zwei Magiestufen. Ja, Magie der Lehre haben wir jetzt auch voll. Was machen wir noch als nächstes, was wir nicht gebrauchen können? Nanu, so ruhig auf einmal. Wir können nach hier gucken. Wenn ich nach links drücke, drehen wir uns einen Viertelmeter. Das ist ja auch der Hammer. Na gut, da... Oh. Hey, das ist doch die Heldin. Stopp, abspeichern. Ich will nicht wieder aus Versehen jemanden ins Seelenhaus saugen, ohne dass er es wollte. So. Hallo? Seid ihr verletzt? Geht weiter. Ich brauche eure Hilfe nicht. Ich habe euch doch noch gar keine Hilfe angeboten. Lasst mich. Es gibt nichts, was ich euch zu sagen hätte. Ha. Aber schön, wie ihr gleich am Anfang fragt, ob sie verletzt ist. Weil wir brauchen ja einen sterbenden Helden. Ja, so hat das bestimmt nicht gemeint. Und ich bin nur ganz böse, weil ich das denke. Wenn ich euch schon nicht helfen kann, dann helft mir wenigstens. Wie könnte ich euch schon helfen? Wir sind sowieso alle tot. Unsinn. Wo wolltet ihr hin? Vielleicht hilft mir schon diese Antwort weiter. Wir haben uns auf dem Weg zum Heiligtum verirrt. Foxven glaubte, dass uns die Mönche der Erde helfen könnten. Foxven? Die andere Frau im Palast. Ihr habt also zusammengearbeitet. Wir kämpften gegen Monster und die Leute des Kriegsherrn. Nichts konnte uns aufhalten. Doch dann kamen sie. Was ist geschehen? Gequälte Seelen. Geister. Ihre Pfeile haben mir Foxven genommen. Sie haben ihr Foxven genommen? Zwinker, zwinker, blink, blink. Okay. Mönche der Erde? Im Auge der Erde. Kennt ihr es nicht? Wir hatten eines der Siegel gefunden. Ihr wolltet doch das Heiligtum finden, oder nicht? Mit den Siegeln könnten wir vom Auge der Erde aus dorthin gelangen. Okay, das Auge der Erde war irgendwo im Süden. Aber von was für einem Heiligtum sprechen die? Von dem Tempel? Habt ihr dieses Siegel noch? Ja, aber ich habe keinen Mut mehr weiterzugehen. Ich weiß, ihr habt dafür gelitten und sogar eine Kameradin verloren, aber... Falls ihr das Siegel wollt, sollt ihr es haben. Hab Dank dafür. Schön, schön. Kennt ihr den Weg zum Auge der Erde? Es liegt westlich der Barriere. Okay, es liegt ziemlich viel westlich der Barriere, aber wir wissen ja, wo es ist, laut Karte. Ich habe eure Kameradin gefunden und sie lebte. Sie lebte? Nur noch für kurze Zeit. Ihre letzten Worte galten euch. Ich werde sie nie vergessen. Dann rächt sie. Sie würde nicht wollen, dass ihr aufgebt. Bei den Göttern. Ja, ich werde kämpfen. Ich werde Foxven rächen. Gut so. Ich wünsche euch viel Glück. Gebt nicht auf. Zumindest sind noch zwei von uns am Leben. Ich kann mein Leben geben. Aber ich weiß, dass ich nicht gewinnen kann. Der Tag scheint wohl dem Kriegsherrn zu gehören. Okay. Also wir haben jetzt ein... das ist eins von diesen Eiern. Also für mich sehen die irgendwie mal aus wie halbe Eier. Davon haben wir jetzt schon... Das ist jetzt das dritte.
die werden wohl wichtig sein. Wir haben Frühlings-Equinoctium, Sonnenscheibe und Herbst-Equinoctium. Fehlt wohl nur noch Winter? Okay. So, also ich muss dir keine Seele aussaugen. Soweit, so gut. Auch wenn wir eigentlich eine Seele brauchen. Aber ich denke mal, wir kriegen die Seelen von dem bösen Geist und von dem Elfenbein-Helden. So, hier geht's zur Heldin Nummer 2. Ich frage mich, was gewesen wäre, hätten wir einen von den beiden Heldinnen hier gespielt. Dann hätten wir die ja schlecht treffen können. Schwing, schwing, schwing. Na komm, du bist zäher als deine Kumpel. Oder wir würfeln einfach schlecht. Weil 3D8 kann ja auch ziemlich niedrig ausfallen. Hier liegt die Familie von Jerus Regis, treu noch über den Tod hinaus. Sie ruhen hier gemeinsam und warten auf das Ende der Zeit. Hm. Okay. Aber hier ist nirgendwo ein Eingang. Wir wollten ja eh eigentlich nur den Elfenbeinschlüssel finden. Jedenfalls vorerst. Damit wir den Rest des Dungeons hier mit der schicken neuen Rüstung abarbeiten können. Das ist dann ein bisschen einfacher, denke ich mal. Weil das, was uns am meisten Schaden macht, ist halt durchgehend das Gift, was ich eigentlich mal kurieren könnte. Denn wir müssten inzwischen genug Gegengifte überhaben. Also ja, das Gift macht uns recht viel Schaden und die Pfeile. Und die Pfeile sind ja physischer Schaden, der durch die Rüstung abgewehrt wird. So, ich höre hier schon wieder das blaue, nervige, laute Feuer. Hier scheinen wieder ganz viele Säulen hintereinander zu sein. Gucken wir mal hier lang. Und überall diese Wände, wo man durchgucken kann, aber nicht durchgehen kann. Das ist und eine Druckplatte, die irgendwas macht. Aber die müsste ja eigentlich eingezeichnet sein, oder? Ja. Gut, die merken wir uns mal, falls wir irgendwo mal nicht weiterkommen. Oh, nein, 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 nein. Du vergiftest uns jetzt nicht. Bei dir machen wir richtig schön vorsichtig vor und zurück. Vor und zurück. Vor und zurück. Ja, man muss sich ja nicht unnötig vergiften lassen. Hm? Gut, dass die Pfeile nicht vergiften. Das wäre richtig mies. Das hatten wir ja bei den Schlammfrauen. Deren Geschosse haben vergiftet. Das war richtig nervig. Na komm, du willst uns doch einen Schlüssel geben. Nö, auch kein Schlüssel. Mann, Mann, Mann. Na gut, halten wir uns mal rechts an der Wand lang. In der Hoffnung, irgendwo mal einen Zugang zu finden zu diesem. Also hier ist wohl eigentlich der Eingang. Es muss nur irgendwas gemacht werden vorher. Die Platte wird es nicht sein, denn wir hatten schon wieder auf die Platte, hatten vorhin schon auf die Platte gedrückt und da hat sich hier nichts verändert. Wenn ich richtig geguckt habe. Kann man hier vielleicht irgendwas? Nö. Der hat nur gesagt, dass hier die Familie ruht. Okay. Schauen wir mal kurz in das kleine Fitzelchen hier rein. Da lang. Jede Menge Podeste. Hm. Na gut, dann sind wir ja eigentlich schon fast durch. Wir müssen nur noch irgendwie hier oben reinkommen mit dem Elfenbeinschlüssel. Und wir müssen den Steinblock da wegbekommen. Oh, und hier geht's wohl auch noch rein in der Gruft. Aber da wird wieder so eine Halbwand sein oder ein Podest oder dergleichen. Oh, oder auch gar nichts. Ah, wir brauchen einen anderen Schlüssel. Und dahinter gröhlten Gegner so laut, dass ich fast nichts höre. Also machen wir kurz die Tür auf, bringen ihn um und hören dann, was das Gesicht zu sagen hat. So einen komischen braunen Schlüssel haben wir noch gefunden. Ja, da ist er. Onyx-Rabenschlüssel. So, und wieder schön vor und zurück. Vor und zurück. So. Jetzt haben wir endlich Ruhe, jetzt kannst du auch reden. Besucher sind hier selten, die diesen Schlüssel haben.
von Vobis Kyrie, den alten Onyx-Raben. Okay, eine Kiste und ein Sarkophag. Eine schwarze Leere, eine Säulenfigur, Blockfigur, die ist schon mal praktisch. Und das war's. Na gut, der Block ist toll, der Rest ist so lala. Dann speichern wir mal ab. Und wir sehen uns nächste Folge. Bye, bye.